Kassensturz im Tübinger Sparkassenkarree. Die Kreissparkasse Tübingen und das Deutsche Institut für Ärztliche Mission, kurz DIFEM, hatten von Mitte Februar bis Mitte April in allen Sparkassenfilialen im Landkreis gebrauchte Handys gesammelt, um diese recyceln zu lassen. Der Erlös soll der Gesundheitsarbeit des DIFEM im Osten der Republik Kongo zugutekommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Rund 1500 Handys mit einem Gesamtgewicht von fast 200 Kilogramm kamen zusammen.